Spielzeugdrohnenfilm mit Christian und Paul. So, Anna, wie fühlen Sie sich jetzt nach dem Aufenthalt bei uns? Ja, es geht mir schon ein bisschen besser, aber immer noch ein bisschen seltsam. Das ist verständlich. Ich habe hier aber Ihre Testergebnisse und ich muss Ihnen sagen, es sieht alles sehr gut aus. Also da brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen mehr machen. Ihrem Kind geht es gut und Ihnen auch. Und ich habe noch eine Neuigkeit, aber die will ich Ihnen erzählen, wenn Ihr Freund kommt. Echt? Und was ist das? Ein Moment noch. Ich glaube, der Robin ist auch gerade eingetroffen. Ich werde ihn mal reinholen. Robin, möchten Sie mal reinkommen? Ja, gerne. Endlich kann ich die Anna wieder mit nach Hause nehmen. Ja, heute ist es wieder soweit. Heute werden sie zwei wieder vereint. Hallo Robin, endlich sehe ich dich wieder. Das war jetzt echt eine lange Zeit ohne dich. Ja, das stimmt. Lange genug. Und gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Ja, die Ärzte wollte mir gerade was sagen, aber sie wollte noch auf dich warten. Jetzt ist es ja soweit. Schießen Sie los, Frau Dr. Bayer. Ich habe Ihnen ja bereits mitgeteilt, dass es Zwillinge werden, oder? Ja, das haben Sie. Ja, genau. Ich habe das auch schon meinen Eltern erzählt. Und meine Mutter hat zwar ein bisschen erschreckt darüber reagiert, aber das schaffen wir auch schon. Gut. Und jetzt habe ich noch eine Neuigkeit für Sie. Es gibt nämlich auch schon einen Zeitpunkt, den wir einschätzen können, an dem die Geburt stattfinden wird. Echt? Und wann ist das? Das ist schon sehr bald. Es könnte in der nächsten oder übernächsten Woche bereits schon soweit sein. Also wenn Sie jetzt irgendwas Auffälliges bemerken, ganz besonders Sie, Anna, auch wenn der Robin irgendwas Komisches merkt, kann das natürlich auch sagen, aber wenn Sie irgendwas Komisches spüren, dann zögern Sie nicht ins Krankenhaus zu kommen, denn jetzt könnte es jederzeit soweit sein, dass Ihr Kind auf die Welt kommt. Wow, das hört sich ja wirklich toll an, aber ich habe echt schon ein bisschen Angst davor. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich muss Ihnen auch sagen, es wird nicht sehr angenehm, aber das Ergebnis, wenn Sie Ihr Kind in den Armen halten, dafür wird es sich lohnen. Vertrauen Sie mir und wir stehen Ihnen auch jederzeit zur Unterstützung zur Verfügung. Das packen wir schon. Dann wollen wir jetzt mal nach Hause, Anna, oder? Ja, genau. Dann lass uns nach Hause fahren. Vielen Dank, Frau Bayer, für alles. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal erst, wenn die Geburt stattfindet. Ja, das hoffe ich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Und falls was ist, sofort wieder herkommen. Mach ich. Machen wir natürlich. Bis zum nächsten Mal. Oh, da sind Sie ja wieder. Herzlich willkommen zu Hause, liebe Anna und Robin. Hallo, endlich sind wir wieder hier. Und auch vollständig, wieder zu zweit. Hallo. Oh, das ist ja lieb, dass ihr mich so freundlich begrüßt. Wir haben auch ganz tolle Neuigkeiten. Werden es doch, Vierlinge? Nein, nein, Alina, es bleibt bei den Zwillingen, aber wir wissen jetzt, wann die Geburt stattfinden wird. Echt? Wie cool! Ja, und wann ist es soweit? Frau Dr. Bayer hat gemeint, dass es wahrscheinlich diese oder nächste Woche schon soweit ist und dass wir jetzt bei jedem Anzeichen, was uns ein bisschen verdächtig vorkommt, auf jeden Fall direkt ins Krankenhaus kommen sollen. Genau, aber ich habe echt ein bisschen Angst davor. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das Ganze ablaufen wird. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Anna. Da können wir auch gerne nochmal drüber reden und wir können uns auch gerne mal mit deiner Mutter noch zusammensetzen. Ja, das wäre schön, weil ihr zwei, ihr habt das ja schon mal durchgemacht. Und ich weiß gar nicht, was da genau auf mich zukommt. Das machen wir. Mach dir keine Sorgen. Wow, bald ist es echt schon soweit und ich bin Vater. Ich kann es noch gar nicht wirklich glauben. Das kann ich mir echt vorstellen, Robin. Aber mach dir keinen Kopf. Eigentlich ist es, ein Vater zu sein, wirklich ganz schön. Wieso denn nur eigentlich? Ach, das eigentlich war nur so gesagt. Es ist schön. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Dann schauen wir mal, was noch so passiert.